Ich bin ein Asteroid. Ich bin fliege durchs All und kann nicht sterben. Au! Au, au, au! Au, au, Nils! Au! Au, 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 au! Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in die Tunnelbranche. Ich freue mich sehr, lange ist es her. Es ist wirklich zu lange her. Bestimmt Monate, dass wir zusammen saßen. Es mussten wahrscheinlich die schlechten Spiele erst programmiert werden, dass wir sie hier zeigen können. Nein, stimmt nicht. Das, was wir jetzt haben, ist von 93. Da steht drauf, 1993. Vielleicht musste man erst in den geheimen Archiven irgendwelche Zugangsberechtigungen beantragen. Das geht über Monate, bis man dann irgendwann da reingelassen wird. Das Ding kommt straight aus dem Giftschrank. Das kann ich dir versprechen. Ich kenn's ein bisschen. Ehrlich? Na, ich weiß, was es ist. Weil irgendwann hat Nintendo, die müssen gekifft haben oder so. Crack. Ich glaube Crack, weil Weed alleine reicht nicht. Ja. Und dann haben sie ihre Lizenz zu Zelda, also zu Link, das alleine ist schon krass, verkauft an Lizenz an CDI, also an Panasonic, glaube ich. Und die haben da einfach so ein Spiel rausgebracht. Und die haben dann ein Spiel rausgebracht zu all den Reihen bei Nintendo und da ist dann auch dieses Link und Zelda-Spiel dabei. Es ist, also ich sehe immer nur die Grafik. Und da sieht's im ersten Moment ganz cool aus, aber dann siehst du halt, wie scheiße es gezeichnet ist. Ich würde sagen, mach einfach neu. Oh Gott. Ich will dir gar nichts spoilern. Ich habe gesagt, ich weiß nicht viel, aber ich weiß genug, um Angst zu haben vor diesem Spiel. The Faces of Evil New Game. Yes. Ja, bitte. Yes. Von vorne bis hinten. No! Und du weißt nicht, meinen sie die Gesichter der Charaktere? This piece is what all true warriors strive for. Oh mein Gott. Er hat Lippenstift. Your Majesty. Wir brauchen mehr Sound. Ganon and his minions have seized the island of Korridai. How can we? Das ist doch mit Paint gemalt, oder? Auf sehr jeden aufwendig Fall. Mit Paint. Definitiv. Great. die hatten keine Lizenz mehr für ein Malprogramm, weil sie so viel Geld für die Zelda-Lizenz. Oh, ist das Nightmare Fuel, ey. Diese Animation des Mundes. We are off. Wow. What are all those heads? Hands are the faces of evil. Evil. Ist der gerade zum ersten Mal außerhalb seiner Burg? Vermutlich. Da gab's noch keine Open World. Er ist so ein reicher Schnösel, ne? Die ganze Zeit nur in der Burg hocken. Ja, halt echt. Weiß nicht mal, dass da alles aussieht wie Gesichter. Das ist wie so ein Mount Rushmore der Zelda-Trilogie. Es ist auf allen Ebenen fürchterlich. Weißt du, was das Schlimmste daran ist, jemandem die Lizenz zu geben? Die können ja den Charakter komplett in ein anderes Licht tauchen. Ja, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf Link. Er ist jetzt so instant unsupart. Oh, wie geil. Mann, das ist ein 2D-Spiel mit furchtbaren Zwischensequenzen. Wie geil. Wie die auch einfach auf mich zulaufen. Ich hatte nicht mal die Chance, irgendwas zu üben. Ich mach das mal nach. Backstep. Oh Gott, das ist ja einfach nur fürchterlich. Guck mal, er bleibt, aber wenn ich nichts mache, stellt er sich so hin. Guck mal, wie er das hält. Ja, ich würde sagen, der kennt seinen Dark Souls. Die standardmäßige Kampfeshaltung eines jeden Kriegers ist die Arme, weil das Schild wiegt ja nichts, ne? Und das Schwert auch nicht. Das kann man ja einfach mal so standardmäßig so wie in so einer V-Form von sich strecken. Ich bin bereit für den Krieg. Die Vorstellung. Link hat wirklich keine Ahnung. Und warum hat er Schneebälle? Er ist in der Eiswüste. Ah, weil er Schneebälle? Ja, bringt ja richtig viel, ne? Können wir Schweine? Warum leben eigentlich Schweine im Eis? Eisschweine. Da hat aber jemand hier ganz schöne Dachprobleme mit seinem Iglu. Ja, wirklich. Ist ja nicht so, als ob er den nicht reparieren könnte. Es ist ja schon, sag ich mal, dasselbe Material wie das, was überall rumliegt. Das war der Typ, der hat einfach ein Lagerfeuer im Iglu gemacht. Gegen jede Warnung. Wirklich? Peter, hast du schon wieder das Lagerfeuer? Ich hab dir doch gesagt, du sollst das nicht, die Mauer ist viel zu tief. Ja, ich will doch, dass es warm ist. Du dummes Schwein. Und die ganze Zeit streiten sie sich, wer das Dach jetzt fixt. Ja. Wer? Nee, ich mach's nicht. Nee, ich mach's auch nicht. Na, dann frieren wir halt. Nee, frieren wir halt. Geh ich halt zu Norman. Zu Norman. Zu Norman, der hat ein Dach. Ja, immer kommst du mit Norman, immer kommst du mit dem Typen, ey, nur weil der ein Dach hat. Kannst du ja mal gucken, ob der nicht aushält. Und schon hast du da so ein richtiges Eheproblem, ne? Nur weil du einmal das Feuer zu doll an die Wand gestellt hast. Simon, ich habe keine Ahnung. Nee, du hast offensichtlich gewonnen.
Wie jetzt? Keine Feinde. Ah, da! Du bist der Sieger. Oh. Ich hab irgendwie die Taste gedrückt. Ich darf jetzt in dieses Iglo rein. Ist das nicht Hausfriedensbruch? Das ist mehr als das. Das ist auch noch Mord, würde ich. Ich glaube, Mord steht über Hausfriedensbruch. Du brauchst aber das eine für das andere in dem Fall. In dem Guck mal, Fall. Das ist so schlecht abgedeckt. Da kommt sogar die Sonne durch. Ja? Ah, oh Mann, geil. Jetzt ist ja alles wieder da. Na endlich. Und wie gut, dass ich auch. Guck mal, ich komme gar nicht an die Diamanten da ran. Und es ist wirklich auch wieder alles resettet. Alle Schweinepriester sind wieder da. Ich muss so lachen, weil ich glaube, ich meine, das ist der erste Level. Und ich glaube, es gibt im kompletten Zelda-Universum keinen einzigen Eislevel. Ja, warum wohl? Weil es da einfach nicht schneit. Das ist ein Fantasy-Reich, da schneit's nicht. Aber ist das so eine Regel? Das weiß ich nicht. Aber also, wie, das ist, als würden sie im Weltall anfangen. Sie nehmen die eine Sache, die es noch nie gab bei Zelda. Ja, immerhin. Und machen aus den ersten Level. Hast du nicht mal drüber nachgedacht, dass es genau andersrum ist? Dass die Leute bei Zelda Entertainment gesagt haben, ist gut. Ey, nee, das können wir nicht. Wir können nicht mehr in derselben Welt existieren wie die hier. Oh, da, der ist wichtig. Ah. Siehst du, der wird, sie wird nämlich von den... Wieso, wo kam der denn von mal her? Das ist der Bumerang-Boy. Es gibt immer zwei. Er wirft ihn und dann kommt der Bumerang-Boy von hinten. Und mit ihr, hau sie, köpfe sie. Okay. Du bezahlst mit Schneebällen in der Eiswelt. Inflation, hallo? Was? So, jetzt ist sie wieder eingefroren. Okay. Ist doch nur eine Ausrede. Das sage ich auch immer, wenn ich nicht den Müll nicht rausbringen will. Tut mir leid, Schatz, ich bin eingefroren. Paviane! Paviane! Eispaviane! Warum? Eispaviane aus Stahl, Simon! Sie verstehen keine Schwerter. Was werfen sie? Guck mal hier. Sie werfen Kacke, oder? Komm und klar. Es ist ihre Kacke, oder? Es ist ihre eigene Kacke. Sie werfen quasi ihr eigenes Spiel. Es kann nur Kacke sein. Es ist Kacke. Oder vielleicht noch Kartoffeln. Aber weißt du was? Simon, willst du auch mal? Oh Mann, um ehrlich zu sein, freue ich mich fast ein bisschen. Die Gesichter von den Pavianen sind 100 pro, ist das irgendein Entwickler. Exakt, ne? Das sieht man richtig, dass das einer der Entwickler ist. Ja. Ey, warum sind die unbesiegbar? Ja, du musst den ausweichen. Du darfst, das ist der Witz. Jetzt ist ein reines Ausweichspiel. Dieses Spiel ist ja jetzt schon also unspielbar eigentlich. Ich find's richtig gut. Was war denn da? Ich weiß es nicht. Ich sehe ja auch nichts. Haben sie vergessen, da kommt ihr nicht mal hoch, Mann. Irgendeine Gefahr zu visualisieren. Das ist vielleicht die Lava. Vielleicht bist du nicht an die Lava rangekommen, die da an der Wand gezeichnet ist. Ja, gut, prima. Man muss einfach nur sehr schnell sein. Da oben rein, mit Y, also mit der oberen Taste. Ich weiß nicht, welches Pad du hast. Oben. Y! Y! Oh, eine weiße Elfe. Oben auf dem Affenberg thront so ein Typ auf einem viel zu großen Sitz. Du hast Game of Thrones gesehen. Y, wieder die obere Taste. Nee, doch nicht. Dieses Spiel. Ich muss niesen. Ich meine, wen kümmert's, aber. Was? Was? Wo bist du jetzt hingekommen? Keine Ahnung, Mann. Tokyo Lighthouse. Herzlichen Glückwunsch. Oh, super. Das sind, was sind das? Krokodile mit einem Iro? Guck mal hier, ne? Ja, aber wenn er den Hammer wegwirft, hat er doch keinen mehr. Ja, Ersatzhammer. Hä? Ersatzhammer. Oh, stark. Und zwei Edelsteine. Vorsicht, da oben. Geröll. Und dann hast du dich bei den Edelsteinen so ein bisschen am Original bedient. Das ist ja schon mal etwas. Tschau. Einen riesigen Schlüssel. Nein! Oh, tot Mann, sofort! Zählt das Spiel noch in die Zelda-Lore rein? Meinst du, also offiziell nein. Nein, das wird ignoriert. Ja, aber kann man das einfach ignorieren? Das Uneheliche, ja. Das ist so, als wenn du einen Teil deines Lebenslaufs ignorierst und sagst, ja, die Sendung habe ich nie gemacht oder irgend sowas. Das geht doch nicht. Ich weiß nicht, von welcher Sendung du redest. Ich auch nicht. Hi! Geil, man kann auch nicht runterspringen. Ja, du musst durch die Lücke. Anders geht das nicht. Mut zur Lücke. Okay. Ey. Oder unten, hold the mic. Alleine, wie das gemalt ist. Du siehst den Kulli oder den Bleistift. Die Bleistiftstriche. Halt echt? Oh, soll ich da nochmal ran, Boss? Nee, das reicht. Aber das ist nur die Skizze, Boss. Guck mal, die Fässer da unten. Ey. Guck dir mal die Fässer an. Ich sag's dir, die sind. Das ist doch eine Skizze. Da hat doch irgendjemand gesagt, so ungefähr soll das Level aussehen. Und dann hat er einfach gesagt, nee, keine Zeit mehr, wir nehmen jetzt die Skizze, guck dir mal da unten die Fest, es wird auch immer schlechter, je weiter wir runterkommen in dem Raum. Ich sag's dir, einer der Entwickler ist in den Sonderschulkindergarten seiner Kinder gegangen und hat gesagt, ey, malt mir alle mal bitte, hier habt ihr so eine Oberwelt. Alter! Dragons, are you? Of course not. Then get my necklace back from Gliok, okay? Pretty please. Die sieht auch ganz anders aus da unten rechts als in dieser Nahaufnahme eben. Aber... Also, warum ist die so liebreizend, liebkosend? Warum macht die mich an?
Weil sie was von dir will. Nee, die will nur was von, die will was von mir, genau. Die will nichts, also von, ja. Die will was von mir, aber nicht mich. Ja, genau. Oh, Vorsicht, der Sprung. Ja. Erneut. Oh, beinahe nicht gesehen. Hast du die Patrouille von dem Typen gesehen? Ja. Das ist die Patrouille. Ah, ich mach Patrouille heute, dafür kriege ich mein Geld. Ey. Oh Mann, ey. Ah, tschu. Aber was mich mitreißt, ist auf jeden Fall das Missionsziel. Weil jetzt müssen wir nämlich für die Holde Maid eine Besorgung abschließen, nämlich ihr Necklace, ihre Halskette oder sowas. Und das ist, motiviert mich jetzt. Weißt du, ob wir das schaffen? Weil sie vermisst die Kette sehr. Ich bin emotional direkt abgeholt. Ja, ich denke eher, da geht noch was. That's mighty dark with all the evil about. Keep this lantern full. It'll light your way. Thanks. Thanks. Ja. Okay, und, ich nehme an, ich muss jetzt hier hin irgendwie. Okay. Jetzt kommt der Lava-Level. Oh, guck mal hier. Oktopoden? Ja. Warum sind die hier? Schusskraken. Von was schießen die denn? Ja, weil die, weiß ich nicht, aber die haben 8 Arme. Scheiße. Auf jeden Fall schneller schießen als so mancher. Ja. Alter, es ist so unspielbar. Und da unten sind noch die Okay, Drachen. Versuch mal nur nicht, nur einfach weiterzukommen. Da unten ist ein Floß im Wasser. Siehst du das? Da unten. Ey, die schießen halt, bevor du überhaupt im Spiel bist. Ja, ich weiß. Ich kann nicht mal runter. Alter, jetzt aber, wenn es nicht jetzt hinhaut, raste ich hier völlig aus. Ja, ja, gib mir den Hass. Ja! Oh, Fußtreffer. Ja, gut gemeistert. Gut geblockt. Und die Leute reden über Dark Souls, weißt du? Das ist ja echt albern. Das ist das schwierigste Spiel. Da kommen 5 Schüsse. In dem Moment, in dem der Level anfängt. Ja. Um dir direkt zu zeigen, wo du hier gelandet bist, in der Krakenhöhle. Ja, das sieht gut aus. Ja, jetzt schaffst du es. Mit Geduld. Jetzt. Nur noch einen. Ja, gut. Jetzt kommt der Klassiker, du springst neben das Floß. Man kann hier gar nicht. Du musst links rüber und dann rechts, ja. Woo. Halt bloß das Schild vor dich. Ja. Kannst du das Floß steuern? Nein. Ernsthaft? Das gibt's doch nicht. Du musst das wagen und aufs Land marschieren. Es passiert aber nichts. Was? Hä? Man darf ihn einfach nicht. Es passiert wirklich nichts. Du musst mit dem Floß vielleicht nach unten. Kannst du das irgendwie steuern? Nee. Ich muss nach unten an den vorbei. Oh, jetzt haut das Floß noch ab. Ah. Es hilft nichts, du musst einfach nur. Warum? Warum? Nein! Aber ey, 1,5 Sterne hattest du, Herzen hattest du noch nie. Ich weiß halt null, was ich hier machen soll. Also, an den vorbei. Ja, ja, okay, aber. Da oben rein in die Höhle oder was? Ja, ich glaube. Erstmal an den vorbei. Die machen auch nichts. Die machen nur Schaden mit ihren Hämmern. Kannst das Gesicht ignorieren. Du blockst nicht, ne? Doch. Mach mal rechts weiter. Und dann Lava, hoch. Ne? Du hast recht. Ja, aber sei ehrlich. Ein bisschen ehrgeizig bist du doch. Ein bisschen willst du es auch schaffen. Oh, warte. Ja. Auf dem Floß die Bretter. Los. Da, 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 da. Jetzt geht's los. Mein kleines Floß. Warte. So. Eins. Ja. Nee. Und jetzt. Was? Von oben? Da war noch was. Die Lava! Ja, ach, weiß nicht, manchmal stirbst du auch einfach so. Nee, da war die Lava. Ich bin an die Lava. Los, töte mich. Dieses einfach. Was im Nix, einfach puff! Aber was war's? Lava im Zweifel, weiß ich nicht. Und auch hier, man kann einfach nicht reagieren. Denn du weißt ja nicht, wann du zurückkommst. Ich find's geil, dass die Oktopoden Augenbrauen haben. Ja, aber auf wie sie aber auch gucken.
Woher kommen diese Geschosse? Das ist völlig atypisch für Oktopus. Und die hauen die aus ihrem Gehirn raus. Das sind irgendwelche Gedanken, die sich, böse Gedanken, die sich manifestieren. Ja, vielleicht haben die sowas wie Nierensteine und wollen die einfach loswerden. Ja. Ich würde da gar nicht so drüber nachdenken. Einfach nur, genau. Ja, das ist natürlich jetzt, ne, bisschen in den Hammer reingelaufen. Ja, okay, aber wie viel habe ich denn da verloren? Wie viel Leben? Ein Leben. Ein ganzes? Scheinbar schon. Guck mal hier! Es ist einfach nicht normal! Das ist einfach. Was denkt ihr euch dabei? Was denkt ihr euch dabei? Warum machen die das? Guck mal, ich muss mich umdrehen. Das ist, man, guck mal, das ist. Oh, ich muss kotzen, aber nicht, weil mir schwindelig ist. Was ist los mit den Leuten? Ich hoffe, das Leben hat sie anständig dafür büßen lassen, dass sie sowas hier gemacht haben. Ich glaube auch. Keiner von denen ist als Entwickler irgendwo hingekommen. Nein! Vielleicht ja als Zeichner. Ich wette, die haben versucht, im Nachhinein die Credits rauszupatchen, damit niemand mehr ja, oder nachvollziehen kann, wer daran gearbeitet hat. Fake-Namen reingeschrieben. Alter, du bist super! Nee, ja, jetzt nicht mehr so, aber das verschenkt. War gut. Das war gut, ich Achtung. Ich weiß nicht, warum ich jetzt zwei verloren habe. Ja, du kriegst halt immer mal einen mit, ne? Es ist nahezu unmöglich, hier ohne Verluste aufs Floß zu kommen. Aber das habe ich jetzt immer noch nicht gecheckt. Du hast es dir einmal fast geschafft. Das Floß fährt los. Du musst eigentlich nur erstmal warten. Warte mal kurz und dann warte das Timing ab, bis der vordere geworfen hat. Und dann kannst du theoretisch gehen. So, jetzt. Ich mache immer noch einen zweiten. Das heißt, hier komme ich jetzt durch. Okay, aber warte. Ja, genau. Nein! Ich hätte so gerne, dass die Entwickler den Scheiß hier einfach einmal spielen müssen. Jeden Tag müssen sie den spielen. Jeden Tag. Ich finde, es sollte Knast geben für sowas. Ich meine es wirklich ernst. Ja. Die Leute haben Geld dafür bezahlt. Das muss man sich mal reinziehen. Das muss man sich reinziehen. 60 Mark oder so für diesen Dreck. Oh Mann, ey. Alter, was geht mir die Scheiße auf den Sack? Ich habe keinen Bock mehr, Nils. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Ey, nee, nein! Man sieht die ja nicht mal. Man sieht sie nicht mal. Ja, ja, du. Du musst links lang. Du musst links lang, glaube ich. Aber das war super weit und gut. Ja, und jetzt links rüber. Ja! Irgendwas drücken. Y oder sowas. Ja! Was ist denn das jetzt? Vorsicht, noch ein Endboss-Gerät. Du hast nur noch ein halbes Leben. Nein! Wehe, wehe, wehe. Ah, Glück. Look what has happened. In the darkest nightmare hour, when not moon nor sun has risen, I take Zelda in my power. I shall keep her in my prison. Das ist so dumm. Vorsicht, Fireball. Achso, man kann. Das ist geil, ein unsichtbarer Level. Es ist einfach nur dunkel. Nicer, es ist einfach nur dunkel. Geil. Oh, wie geil. Oh, Mann. Ey, also mal, der hat dir doch eine Fackel gegeben. Du hast doch eine Fackel. Geh mal ins Menü. Da. Rüste die aus. Das muss gehen irgendwie. Lantern? Ja, sollte man annehmen, ne? Weißt du, was ich glaube? Die wollen, dass das Level dunkel ist. Das soll der Gag sein. Okay. Und deswegen erlauben sie einem die Laterne hier nicht. Warum geben sie mir dann eine Laterne? Ja, das haben sie hinterher erst gemerkt. Da haben sie erst gemerkt, oh, warte mal, wir haben eine Laterne, aber wir wollen ja ein dunkles Level haben. Nee, dann funktioniert die halt einfach hier nicht. Dann geht die nicht. Haha, selber schuld. Ja, aber ich sehe doch nicht mal den Boden. Ich probiere mal mit den Snowballs. Ja, versuch mal, welche Taste das ist. Ja. Ich kann die Dinger mit Schneebällen. Ihr seid aber auch wirklich Arschgeigen. Wir hätten die ganze Zeit vielleicht auch diese Oktopoden mit Schneebällen schmeißen können. Oh, was ist das denn? Ey, das können die nicht ernst meinen. Ey, nee. Ey, das können die nicht ernst meinen. Das ist einfach nicht fair.
Und ich habe immer weniger Schneebälle. Ja, mir egal, die Geschichte interessiert mich nicht. Aber erzähl sie mir nochmal. Look what happened. Oh no. Warum ist der überhaupt da? Nein, niemand weiß. Die Geschichte, das ist, ich habe das Gefühl, das ist alles aus Aladdin hier. Wieso hat er überhaupt fliegende Teppiche? Ey, die haben unschätzt das. Genau. Damals kam Aladdin raus und haben sich gesagt, das wollen wir auch. Das ist der neue Scheiß. Das fliegende Teppiche. Das hat ja gar nichts mit der Zelda-Welt zu tun. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Perversion des Lebens. Wahrscheinlich haben sie schon die Hälfte programmiert und haben sie die Aladdin-Lizenz doch nicht bekommen. Ey, Jungs, ich habe eine schlechte Nachricht. Ich habe die Aladdin-Lizenz doch nicht bekommen. Was? Und was machen wir jetzt, wenn wir schon alles Zelda, fertig? Keine Sorge. Wir nehmen einfach Zelda, die habe ich günstiger gekriegt. Ja, das ist eine sehr gute Idee, Boss. Mein Verständnis ist. Ich gucke jetzt gleich in der Lösung nach. In der Komplettlösung. Meinst du, es gibt eine? Ja. Ich glaube, in der Komplettlösung ab Seite 7 steht, ey Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ja, also wirklich mitten mach im Schreiben nicht. Aufgehört. Sucht euch einen anderen Dummen. Ey, es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Ich gucke jetzt nach. Ich will jetzt wissen, wie die Scheiße geht. Ich will keine Sekunde länger in diesem Dreck verbringen. Und wer ist hier Kater Carlos schlechter Vetter, ey? Der hat nicht mehr die richtige Farbe. Oh Mann, alles ist falsch. Okay. Und ich kann den auch nicht blocken und nix. Und was hat der überhaupt... Hier irgendwo muss ja eine Tür sein in dem Level oder sowas. Ich guck mal, ob ich woanders hin kann. Waren wir hier schon? Haben wir hier schon war Simon? Der Anfang, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht war hier der Anfang. Ansonsten mach mal. Hauptsache neue Mission. Aquädukt. Die Anleitung ist original. Bestimmt 5 Seiten lang. Ein Level? Nee, aber ich hätte nicht erwartet, dass sie auch nur länger als eine Seite ist, um ehrlich zu sein. Hier ist ja, ich komme hier einfach nicht mehr weiter. So, ich guck mal nach. Oh, weißt du, auf einmal ist hier irgendwas. Guck mal. Ist das ein Händler? Go to Gorunu. Go right to the bridge. Kill the Dairas and get the rubies. Then leave. Go back to the left and go into the doors. Strike the Triforce map with the sword. Das ist wahrscheinlich die erste Map gewesen dann. Lamp oil. Oh, also wir sollen was kaufen. 4 Bomben, 7 Seile, 7 Lamp oil. Deswegen haben wir keine Lampe. Wir haben die Lampe, aber kein Öl. Ah, okay, hier gibt's Lamp oil. Das ist doch, ist das hier Lamp Oil? Ja, aber du hast keine Rubies, ne? Also wir brauchen 264. 4 Bomben, 7 Seile und 7 Öl. Lamp Oil, Rope? Ja, genau. Lamp Oil will ich. Ja. Ey, was für ein albtraumhafter Charakter. Ja, ich verstehe. Gib mir das jetzt. Ich stelle mich da jetzt hin. Ich will dieses hier haben. Wie subtil soll ich es denn machen? Das will ich haben. Lamp Oil. Lamp Oil. Kannst du... Da, nee, auch nicht, ne? Tja. Lamp. Wir hätten eine Anleitung zum normalen Spiel einfach mal. Oil. Lamp Oil. Wir haben 264 fucking Rubies. Es sollte reichen, ne? Es sollte reichen für ein bisschen fucking Lamp Oil. Willst du dir nichts verkaufen? Lamp, du Hund! Rope? Lamp Oil! Rope? You wanna buy? You have rubies? Ja! Ich will doch nur Lamp Oil. Was? Corona? Na, Coronu. Willst du es probieren? Vielleicht, ja, komm, ich vielleicht findest mal. Du irgendeine Mechanik. Ey, kann es sein, dass wir einen Button nicht besetzt haben oder so? Ey, ich würde es nicht ausschließen. Siehst du, ich hab's. Was hast du? Ja, ihr habt eingesammelt. Hä? Ja. Wie jetzt? Draufgehauen. Hast du halt nicht gemacht, ne? Hast du wohl nicht gemacht, Nils. Muss an dir liegen. Ich hab keine Ahnung, Nils. Ich weiß, I don't know. Okay. I suggest getting at least 185 hatten wir. Buy 4 bombs, 7 ropes, 7 lamp oils. That should give you a pretty good start. Go to Nortinka. Ah ja, 28 Schneebälle. Okay, and get the key. Kill all of the Moblin spear throwers and get the snowballs they leave behind. Including both igloos. Strike the Triforce map. Leave Nortinka, go back to Nortinka and kill them again. Repeat this. Geil, until du hast you're out of your mind. Geil. Wir sollen. Er suggested 40 Schneebälle. Oh ja, super viel Schneebälle. In einem Igloo. Ja, da kommen noch mehr. Oh nein, mega dumm. Aber du kannst direkt weitermachen. Das stört mich null. Wie viel habe ich? 80. Ah, ich hab's doch aus Scherz gesagt. Du hast wirklich 80 gesammelt. Go to Crater Cove. Go to the end of the lower rock level and get the key. Bist du schon gerade tot? Mal einfach. Ne, merkst du? Wie dir einfach die Lava auf den Kopf knödelt. Aber du kannst es schaffen. Okay. Ja, man kann es schaffen. Also,
Nach rechts, aber soll ich go gehen. To the end of the lower rock level and get the key. Das der ist ja geil. Guck mal, das ist mal wenigstens ein cooler Krabbies, Gegner. Krabbies! Krabby, ein Auge, ein Augencrab. Locked. Achso, du musst erstmal ganz hinten den Key bekommen. Ja, da ist er. Stark. Okay, haben wir. Go into the hut at the end of the upper rock okay. level. Okay, ja, ja. Das heißt jetzt okay. oben lang. Wo kommt man denn da hoch? Super schwer übrigens, ja. weil die sind unzerstörbar. Ach, komm. Kommt man da überhaupt hoch? Wo muss irgendwie auf die obere Ebene kommen. Wie man nicht mal nach normal links laufen kann, weil sie es so gebaut haben, dass man sofort stirbt. So, und jetzt kommst du da jetzt irgendwie hoch? Okay, also vorhin bin ich hier hochgekommen. Irgendwie. Echt? Ja, irgendwie ja. Ich weiß auch nicht mehr genau warum und wie. Ah, so. Hä? Oh, Vorsicht, Krabby! Ach, das bist gar nicht du. Ich dachte eben, wir wären da oben. Ja, warte mal, bis der wieder. Gib ihm. Biggest crab I ever caught. Hehe. It's a Goma. You're pretty good. Here. Thanks. Okay. Also. Use bombs on the Goma's crabs to kill them quickly and easily. Talk to Anutu and he'll give you Power Blast Sword. Ah. Haben wir das? Ich nehme an, ja. Ja, ah, haben ja, wir. Wir haben ja. so einen Sprinkler. Go back to the first hut and go in. Es ist egal. Oh, jetzt müssen wir in den Weg. Welches unten lang? Das ist okay. Ich versuch mal, dich zu droppen. Gehst du unten lang? Ja. Now, yes. So. Da ist eine dicke Oma mit dem Messer. Talk to the woman. Go back. Bist du sicher, dass das eine ist? Talk to the woman. Iris came straight from the crater till I boarded the vent. Used a skull for a latch and not one Dyrus figured it out. Du Mensch, halt dein Maul! Du trägst Hülle! Das Fernsehen ist da! Alright. Okay. Select the Firestones. Shoot her with one. Ernsthaft? Nee, Entschuldigung, nein. Das war mein Fehler. Go back to the skull outside and strike it. Take the key. Da muss irgendwo ein Skull sein. Nee, nicht so. Ja, ich dachte vielleicht. Da unten war ein Skull. Ja. Skull. Strike it. Strike it, du hast. Vielleicht mit dem anderen Schwert, oder? Kannst du das Power-Schwert auswählen? Ah, okay. Ah, mh. Es gibt kein Symbol, kein Zeichen, gar nichts. Von hinten kannst du sie erledigen, ne? Noch nicht von vorne. Kann man? Ich glaube ja, oder? Sind die auch von hinten unbesiegbar? Nee von hinten geht's. Mit dem Powerschwert wirst du sie vielleicht kriegen. Oder warte mal, oder warte, vielleicht guckt man diese Feuerbälle gegen die. Probier mal die Feuerbälle. Hab ich ja nicht. Schön die Dinger einsammeln. Ja, Mann. Oh, Vorsicht. Denk dran, wir haben nur so wenig Fireball, nur so wenig Schneebälle. Geil. Nicht sterben. Du hast nur noch ein Health. Stark. Soll ich da drauf hüpfen? Ja, sobald die Lava weg ist, ja. Oh no! Stark. Stark. Und jetzt hit the truck. Yes, du guter Typ. Ein Dreck. Okay. Oh, pass auf. Go in the first door above you. Talk to the woman. Talk to the hand. Okay. Talk to the woman. Warum lebt die zusammen mit einem Bumerang-Werwolf? Niemand weiß es. Sie haben eine seltsame Beziehung. Ja, ich wollte gerade sagen, da geht einiges, ne? Talk to the woman. Ach, ist der Bumerang nicht alles, was wiederkommt. Was denn? Select the Firestones. Shoot her with one if you need help. Go into the door to your right. Here. Have some water of light. Warum muss ich die damit anschießen? Das macht keinen Sinn. Vor allem, alleine kommt man da einfach überhaupt nicht drauf. Wie soll man denn darauf kommen? Completely random. So, pass auf, bevor du da reingehst, use the Firestones on the Abominams, monkey-looking critters. Ach, die Typen waren das, die dich gleich mit Scheiße beschmeißen. And go to the top of the mountains.
Ah, jetzt fühlt man sich richtig mächtig, ne? Die können einem gar nichts mehr, die Kacke. Immerhin habe ich irgendwas, ja. Schneepaviane. Oder jetzt auf deinen Kopf gekackert. Oh no, jetzt nicht. Ey, dieses Spiel ist, selbst wenn du, weißt du, selbst wenn du so Imba bist, ist es immer noch unfassbar scheiße. Es ist immer noch unfassbar scheiße. Warte, ihr schmeißt nach unten auch den Klöthaufen. Ja! Stark gemacht. Vorsicht, da kommt noch ein Pavianski. Starkes Spiel, GG. Und jetzt gehst du da hoch. Das so sehr. Talk to Ipo. Ipo, if you bring me the book of Koridai, I will gladly read the secret verse. Okay. Das ist der Einzige, der lesen kann. Strike the Triforce map. Go right along the lower level, cross the bridge. And jump the gap in the next bridge. Climb up the ladder and take the key. War ein Schlüssel? Ja, haben wir den schon eingesammelt? Ja, das kann sein. Wir waren hier ja schon. Ja. Haben wir den schon. Dann hier rein, oder was? Go to the right and go in the door. Go down and talk to the woman. Go out the door beside you. You're not afraid. Das hatten wir schon. Dragons, are you? Of course not. Go back to Nortinka. Get more snowballs. I suggest 99. You'll use them eventually anyways. 99. Ah! Siehst du das, Nils? Das machst du gut. Nee, der trotzdem mir noch was abgezogen hat. Jetzt musst du die Schneebälle ausrüsten. Und die Gnorks da in der Lava-Höhle damit platt machen. Da regnet es von oben herab. Au. Ey, nee, nee, einfach scheiße! Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Ich hasse dieses Spiel. Es ist das beschissenste Spiel, was ich wirklich je gespielt habe. Holla die Waldfee. Zum Glück ist dieses verfickte CDI absoluter Fehlschlag geworden und hat jeden mit in den Abgrund gerissen, der die Scheiße gekauft hat. Vielleicht kommt wieder Lava, glaube ich. Stark, stark, stark. Okay, jetzt sind wir schon mal safe. Okay. Use a bomb on the boulder. Go into the cave, yeah? Talk to Gwoman. Use the lantern. Use the snowballs on the fireballs. Ah ja. Ah, jetzt sieht man auf einmal das Level oder was? Ja. Alter, das ist ja lustig. Wie sieht das denn aus? Einmal angewählt hat gereicht. Das ist ja so lächerlich. Wie so ein Verdauungstrakt. Ja, das ist ja wirklich ein Verdauungstrakt, ohne Scheiß. Wahrscheinlich, weil es so kacke ist alles. Ja. Jetzt Vorsicht, das Snowball. Nee. Hast du Snowball gemacht? Warte, bevor du irgendwie... Snowball, ja. Gut. Den müssen wir aufnehmen. Yay, Fire Diamond. Yay, we made it! We made with the world's greatest. Verdammt, wir nehmen das Spiel viel zu ernst, Alter. Wir versuchen es gerade zu spielen. Das ist eigentlich scheiße. Ja, ich finde, wir haben genug erreicht. Nee, ernsthaft? Ja, die Lösung ist noch zu lange, als dass ich alles mache. Okay, ein Level noch, einen letzten Scheiß-Level noch. Alright. Okay, let's go. Go down to the raft and get on it. Duck when entering. Get on the raft. It will be beautiful. Was machen die für ein Workout, ey? Ich muss hier jetzt nach links schützen. Nach vorne. Hast du gesehen? Ja, alles. Vorsicht, Fledermaus. Yeah. Tschu. Yeah. Stark. Diese Bumerange kommen auch gar nicht zurück. Ist dir mal aufgefallen? Die kommen einfach nicht zurück. Sind einfach, aber nur irgendwelche Dinger. Oh. Naja, es wird schon reichen. Ja. Stark. Okay, jetzt haben wir das schon mal, die Zwischenspeicher. Das ist gut. Oh, oh. Ey, es ist so kacke. Es ist so unfassbar scheiße programmiert. Es macht nur noch wütend. Da ist ja wirklich einfach nichts funktioniert hier. Alles ist schlecht. Schämt euch. Bitte schämt euch. Wenn diese Rochen, was sind das für komische Nasenrochen? Ja, warum leveln die mit mir hoch, wenn ich springe? Das macht doch die ganze Gleichgewicht kaputt.
Da ist ein, da glaube ich geht's weiter. Ja, jetzt musst du zu den Fairies talken. You're doing great. Ja, You're our hero. Here's a life heart. We know you can beat Ganon. Nee, gib mir doch mal mehr als eins. Okay. Schnauserig hier. You're doing great. Ja. Und jetzt? Genau, kriegst du den Scheiß. Das ist gut. Go up and into the opening. Go up along the left side and cross the bridge. Go in the cave. Toss a bomb at Gliok. Take the necklace. Okay. Ein Versuch noch. Tschu! Vorsicht, fliegende Störe. Das ist wirklich so schlecht. Das ist, die Steuerung ist sowas von miserabel, ey. Man sieht halt auch einfach überhaupt nicht, wo man raufhüpfen darf. Ah, hier. Okay, ja klar. You can do it. Ey, no, guck no. dir das doch mal you an. You can do it. You can do it. Don't let them fool you. You are good and strong. Das sieht gut aus. Oh. Die Feuerhöhle. Jetzt musst du Gluglack. Gluglack will irgendwie eine Bombe haben von dir. Oh, du kannst mal die... Oh, der schmeißt einen Teil von sich. Werde ihm eine Bombe. Du musst eine Bombe geben ins Gesicht. Bombe. Ja, sieht gut aus. Ja, Mann. Ja, take the necklace. Take it. Take the necklace. Okay. Take the necklace. Mach mal Licht hier mit der Lantern an. Ah, it's beautiful. Ja, und jetzt? Wahrscheinlich kann ich hier wieder raus. Machen, ne? Warte. Go back to Tokyo Lighthouse, return the necklace to the woman. Komm, das machen wir. And she'll give you a canteen. You can refill the canteen with water of life at any time by going to Nortinga, going into the door above you and shooting the woman with a firestone. Okay. Einfach, warum? Ich verstehe es nicht. Egal, ich mach's trotzdem. Was? Nee, nicht die. Was machst du? Stir the berries in the tub. Let the juices soak the glove. Let Link fight. Ey, die Berries hatten wir auch eingesammelt, ne? Ich glaube, da waren wir schon eine Quest. Wow, thanks. Power Glove. Da waren wir schon eine weiter. Jetzt, genau. Jetzt holen wir uns hier die Lighthouse oder was war das, ne? How sweet. Mwah. My husband gave me this. He's an abominum now. Here. It's not much, but it'll still carry water. Alright, okay. Und ich bin der Meinung, mit diesem Erfolgserlebnis, wir haben die Necklace zurückgebracht zu der armen, holden Witwe. Beenden wir dieses Spiel. Und ja. Auf der Liste, auf der Trash-Liste des Grauens, haben wir einen neuen Spitzenreiter. Und er heißt Simon. Wie heißt dieses Spiel? Faces of Evil. So, und jetzt lege ich hier eine Bombe hin und dann explodieren wir aus diesem Spiel raus. Oh ja, bitte, bitte. Oh, bitte, Bombe. Bring mich hier raus.